Ich habe 11 Leute gefragt, die mit mir auf der Gamescom waren, wie sehr sie es gefeiert haben, dass ich als Dino da war. Und die Antworten sieh dir jetzt an. Was hast du dir gedacht, als der Dino auf dich zukam? Ich hab gedacht, wer ist das? Der Dino kam ja gar nicht auf mich zu, sondern der Dino wurde angeschleppt von einem Herrn Maurus. Als Maurus mit dem Dino zu uns hinkam, habe ich gedacht, was schleppt der denn jetzt an? Yay, endlich sehe ich Dobby, aber wieso hat er so ein beklopptes Kostüm? Ich hatte pure Angst und wollte flühen. Fliegen, ich fand es cool. Er hat nicht allen Ernstes so ein angezogen. Ja, okay. Ja, danke für diese Ehrlichkeit, ey. Der hat nicht allen Ernstes so angezogen. Nein, es war schon witzig. Es sah schon ziemlich lustig aus. Was kommt denn da für einer? Wer steckt da wohl drin? Also, das war mir dann auch nicht klar. Ja, ich habe mir gedacht, Junge, der Typ ist einfach verrückt. Ich wusste ja schon, dass du als Dino Kostüm kommst und ich habe die ganze Zeit gewartet und war so, wo kommt der Dino, wo kommt der Dino? Und ich fand's richtig cool. Ja! Ich fand's super, dass das alles geklappt hat und du das durchgezogen hast. Ich fand das super. Mein erster Gedanke war tatsächlich der arme Hund, der da drin steckt. Also ich habe dich tatsächlich nicht beneidet. Ich fand's sehr lustig, aber ich habe dich nicht drum beneidet. Wann hast du realisiert, dass ich unter diesem Kostüm bin? Als ich den Dino gesehen habe. Es gibt nur einen, der sich in so ein Teil reinklemmt. Ja, als die Ersten dann doch auf dich zurannten und das scheinbar irgendwie wussten, oh, da ist der Domi drin. Und ja, total cool. Dann dachte ich so, jetzt musst du ihn auch begrüßen gehen. Auch wenn ich dachte so, okay, der ist aber verdammt groß. Als ich deine Stimme gehört habe, weil du so aufgeregt warst. Ja, ich war voll nervös. Dass man dich dann sofort erkannt hat. Als alle geschrien haben, da ist Domi. Das Problem, man weiß ja nicht, wie du aussiehst. Ne? Man hat dann halt reingeguckt und dann wusste man immer noch nicht, wer du bist. Aber als dann sein Schmetterling so in der Hanna geschrien hat, das ist Domi, dann wusste man, dass da ein Domi drin steckt. Da du eher mit Ender und Maurus viel zu tun hast und die gerade in deiner Nähe waren, da wusste ich eigentlich gleich, dass du es bist. Irgendwann mal kam deine Domi-Stimme und ich so, Moment, warte, den kennst du. Ist er Domi? Ein paar Minuten später erst. Irgendwer kam und hat gesagt, da steckt übrigens Domi drunter. Und ich so, Dann habe ich gewusst. Vorher logischerweise nicht. Das war mir eigentlich ziemlich direkt klar. Also ich stand ja bei den anderen. Ich habe ja dann auch Ender noch gesehen. Und ich halt im Dino-Kostüm. Da war mir halt eigentlich direkt klar, dass du das bist. Ja, eigentlich relativ schnell. Vor allem, ich habe ja dein Gesicht schon gekannt. Oh nein. Man sieht es ja doch trotzdem durch. Ah, diese hässliche Fratze, die kenne ich doch. Das kann doch nur der Domi sein. Genau. Das brauchte ich ja nicht realisieren, weil ich es ja schon vorher wusste. Wusstest du vorher schon, dass ich jetzt Dino auf der Gamescom aufkreuzen würde? Nein. Nee. Nein. Nein. Ja, wusste ich. Wusste ich natürlich. Bis 2 Tage vorher wusste ich nicht, wie du auf die Gamescom kommen würdest. An so ein Kostüm habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass du da vielleicht so unerkannt rübergehst und dann vielleicht irgendwann dich später mit Leuten triffst, außerhalb des Getümmels oder so, aber dass du da direkt so einen Vlog machst und dann im Kostüm durch die Gegend läufst, damit habe ich nicht gerechnet. Nein, aber irgendwer hat gesagt, der Domi ist da und er heißt Dino. Vor allem der Gesichtsausdruck von Kroko, als er dich das erste Mal gesehen hat. Ja, also in dem Moment vorher dann, wie gesagt, nicht. Erst als du dann näher kamst, dann hieß es auf einmal, oh, guck mal, da vorne kommt der Domi. Genau, mit dieser Stimmlage stelle ich mir das gut vor. Guck mal, da vorne kommt der Domi. Mensch, das ist spannend, wow. Ja, es war wirklich eine Herausforderung. So, ich denke, wie schaut er denn aus oder wie ist er denn da drunter? Er möchte ja inkognito bleiben und das wusste ich ja vorher, dass du nicht zu sehen sein möchtest und das respektiert man ja auch und deswegen, ich fand die Idee einfach mega cool. Ich wusste, dass du irgendetwas geplant hast, aber was genau, nicht. Hätte ja auch sein können, dass du, keine Ahnung, in einem Elfenkostüm angetanzt kommst oder so. Ich wusste nur, dass du ein Kostüm haben wollen würdest. Keksmonster oder was? Was es war? Cookie Monster oder so? Und dass du es irgendwie nicht bekommen hast. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du es gefeiert, dass ich als Dino verkleidet war? Also ich würde schon so, keine Ahnung, eine 9 und 10 geben, weil es war halt auch, es war nicht nur, dass du einfach so im Dino-Kostüm kamst und dann warst du halt da, sondern du hast halt noch so viel, du warst voller Energie, bist rumgesprungen, hast auch ja Spaß mit den anderen gemacht und so. Ja! Alle haben auf die unterschrieben. Und auf meinem Hintern, muss man ja, dazu sagen. Ja, auf dem Hintern unterschrieben. Ja. Und das fand ich halt echt eigentlich super cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und dass du trotzdem so rumgesprungen bist. Ja. 100. Von 10? Ja. Okay. 10 mal 10, also sehr. Ich hab schon sehr gefeiert. Oh, ja, cool. Da war schon eine 9 bis 10, würde ich sagen, weil der macht das, ne?
Ja, er hat so einen Zwerg. Das war schon höchst lustig. Hey, war schon höchst lustig. Vor allen Dingen als Inkognito in dem Sinne. War schon sehr gut. 12? Ich fand's mega witzig. Wenn ich so beweglich wäre, ich hätte wahrscheinlich lachend auf dem Fußboden gelegen. Wenn der Platz da wäre, dann. So, Leute, geh mal bitte weg, muss wieder hinlegen, muss kichern. Genau. Ich fand's am Anfang ganz schön witzig, als du dich dann so lange geweigert hast, aus diesem bekloppten Kostüm rauszukommen. Und ich's nicht mehr so toll. Am Anfang habe ich so, würde ich sagen, so 8,5. Da fand ich das halt schon ganz schön cool. Das war schon ziemlich cool. Also eine 9 auf jeden Fall. Nein, also war wirklich tatsächlich echt eine 10. Ich hab's echt gefeiert. Das war so cool. Eine Erinnerung, die auf jeden Fall sehr, sehr lange bleiben wird. Ja. Ja. Also von der Idee her war es geil. Also ja. Eine 10. Aber von dem gesundheitlichen Aspekt, dass du das dann einfach umkippen kannst, war es eine glatte 5. Ich will jetzt schon sagen, so eine stabile 8. Was hätte ich denn machen müssen, dass es eine 10 von 10 wäre? Weiß ich nicht. Ja, dann kannst du mir auch eine 10 von 10 geben, lol. Nee, ist okay, mit einer 8 gebe ich mich zufrieden, ist okay. Geil, aber ich hätte das gefunden, wenn du wirklich menschlich davor gestanden hättest. Ja, das wäre ja langweilig gewesen. Ich gebe mal eine 6, weil prinzipiell war es mir natürlich wurscht, aber ich fand es sehr lustig. Also ich fand einfach sowas heitert halt auf, sowas bringt gute Laune. Insofern war es schön. Ich sag wurscht, weil es halt für mich einfach nicht relevant war, irgendwie jetzt in dem Sinne, aber ich habe mich einfach, war eine nette Aufheiterung insofern, war schön. Weil ich hätte jetzt auch mit einer 2 oder so gerechnet, weil halt, wie du schon den Grund gesagt hast, ist der eigentlich völlig wurscht ist. Deswegen habe ich auch gesagt, gerne ehrlich. Aber du hast mich zum Lachen gebracht. Das ist auf alle Fälle was das wert. Das ist das Wichtigste, ja. Und wir haben ein schönes Bild gemacht. Ja, habe ich mich auch ultra gefreut. Die schauen richtig schön aus, die Bilder. Okay. Auch wo du so ein bisschen reinguckst, das fand ich auch sehr schön. Also wenn du das nächste Mal als Donkey Kong kommst oder so, dann komm ruhig hier. Okay. Und jetzt noch ein paar lustige Outtakes. Domi stinkt. Ja, genau, das lasse ich drin. Moin aus Hamburg. Hi. Moin aus Dommihausen. Oh, ist eine coole Kekse vor. Mann, ich brauche auch so eine gute Anmoderation. Hamburg ist ja nur eine große Stadt, da kann ich ruhig sagen, Moin aus Hamburg. Ne? Wenn du natürlich in einem kleinen Dorf wohnst, wie Hintertupfingen oder so, ist es doof, wenn du sagst, Moin aus Hintertupfingen, ne? Moin aus Hintertupfingen. Da leben nur 5 Leute. Aber ich bin da natürlich nicht dabei. Obwohl ich sage Moin aus Tüpfingen, aber egal. Moin, moin. Dann ist ich ja Wuffi. Was für ein Niveau wieder auf diesem, so 2 Sekunden diesem Telefonat und schon wieder. Ich soll dich ganz nett nicht von Ender grüßen. Ah, perfekt. Grüße gehen zurück, denke ich. Okay, die Grüße gehen nicht zurück. Okay, gebe ich weiter. Hallo. Guten Abend. Ich hab dich noch auf Lautsprecher. Oh nein. Das heißt, das ganze Raum hört meine wundervolle Stimme. Hallo. Oh, ich höre mich sogar doppelt. Oh krass, was ein Echo. So. Oh Mann. Jetzt. Ich habe wirklich so, hallo Domi. Und dann kommt so hallo Domi zurück. Das wird lustig. Moros, guten Abend. Guten Abend. Warum bist du eine Viertelstunde zu spät? Ach so, okay. Hast gewonnen. Reicht das als Entschuldigung? Ja, ist okay. Kurz für dich als Info, ich nehme schon alles auf, aber ich werde alles raussteigen. Außer das lasse ich drin.